Ja, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber mein Name ist Benjamin Beutler. Das wird euch bestimmt nicht bekannt sein, deswegen stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin Volontär hier bei OS1 TV und zuständig für den Bereich Jugend. Und wenn man sich in Osnabrück mit dem Thema Jugend befasst, vor allen Dingen Jugend im Internet, dann sollte man sich auf jeden Fall auch mit der OS Community befassen. Und das ist einer unserer Partner, mit dem wir demnächst zusammenarbeiten werden. Deswegen gehen wir am besten jetzt mal rüber zum Büro der OS Community und schauen, was da so Sache ist. So, wir befinden uns jetzt hier vor dem Bürogebäude der Basecom. Das ist die Firma, die die OS-Community betreibt. Nicht nur betreibt, sondern auch verwaltet. Und was sollen wir lange drum rumreden? Wir gehen am besten mal rein und gucken uns das Ganze aus der Nähe an. Hier rechts um die Ecke sitzen auch schon eigentlich immer drei Herrschaften. Ja, heute haben wir auch Glück. Hier sitzen heute auch drei Herrschaften. Vielleicht erzählst du am besten mal, was ihr hier macht den ganzen Tag über. Ja, was machen wir den ganzen Tag über? Wenn wir nicht gerade faulenzen, dann kümmern wir uns um die Probleme, die hier so in der Firma anfallen. Das heißt, die kleinen Wehwehchen des Alltags, PC-Bereich, Internetbereich, da sind wir für zuständig. Wenn die bösen User anrufen, beziehungsweise die erbosten User und sich darüber beschweren, dass alles so langsam ist, dann kriegen wir einen auf den Deckel und müssen rennen. Das hört sich nach einer Menge Arbeit an, da wollen wir euch nicht weiter von abhalten. Deswegen gehen wir am besten mal weiter und gucken, was uns noch so um die Ecke erwartet. Uns erwarten einige Neuerungen, was die OSC angeht, demnächst. Ihr wollt wahrscheinlich nicht mehr verraten, oder? Ja, demnächst ist richtig. Das dauert aber noch ein bisschen. Also wir sind hart am Entwickeln. Wenn ihr gleich mal weitergeht, dann könnt ihr auch die ganzen Leute mal angucken. Vielleicht einen kleinen Blick auf den Bildschirm werfen, aber viel zu sehen gibt es noch nicht und das wird auch noch ein bisschen dauern. Und wir gucken am besten mal, wie weit die Entwickler sind, beziehungsweise ob wir da schon gerne einen Blick drauf werfen können. Die Fragen, die helfen euch bestimmt weiter. Alles klar. Alles klar. Besten Dank. Ciao. Haben wir auch gleich schon links. Wie unschwer zu erkennen ist die Grafik. Wenn wir hier mal weiterschauen. Patrick ist auf jeden Fall auch einer von den Verantwortlichen, wenn es hier um die Entwicklung geht. Kann man das so sagen? Ja, genau. Wir entwickeln ja gerade die Community ganz neu. Ja. Und die technische Umsetzung, die leite ich. Ich bin halt dann der, auf den die anderen dann mal sauer sind, wenn sie mal ein bisschen Druck kriegen und was nicht so läuft. Das sind so meine Aufgaben. Dass ihr als Community natürlich sehr viele jugendliche Mitglieder habt, ist klar. Aber dass ihr dazu noch einen Jugendschutzbeauftragten habt, ist natürlich eine super Sache. Genau, wenn wir unseren Jugendschutzbeauftragten, ist es uns ziemlich wichtig, der Jugendschutz, weil wir auch sehr viele jugendliche Mitglieder haben. Andere betreiben das vielleicht nicht ganz so ernst, aber wir versuchen da viel Wert drauf zu legen und eben darauf zu achten, dass sich jeder wohlfühlen kann und vor allem auch die Jugendlichen. Schön, super, danke. Das ist die Party-Fraktion, das ist das Marketing. Was ist das nächste große Projekt, was ansteht? Definitiv die Aura-Party am 6.11. Da feiern wir die ST-Community-Party in der Aura und da seid ihr natürlich auch alle herzlich zu eingeladen. Ja super, das hört sich doch schon mal vielversprechend an, auch gleich ein Event mitgenommen, worauf wir uns freuen können. Das waren die heiligen Hallen der OS-Community. Ein paar Leute habt ihr kennengelernt, ein paar Räumlichkeiten habt ihr gesehen. Vielleicht hat euch das einen ersten Eindruck von der Arbeit hier vermittelt, die die fleißigen Damen und Herren verrichten. Wir werden jetzt uns mal wieder zurück in unser Büro begeben und schauen da noch mal ein bisschen, was sich da so tut, beziehungsweise was vielleicht auch für Stay Blue TV, dem neuen Jugendformat bei OS1 TV und in der Community, getan wird.